willkommen zum ersten Heimspiel, der ja in der Saison gespielt hat. Der TV Lemgo gegen die Rhein-Neckar-Löwen ausgegangen ist das Spiel 26 zu 32. Wir begrüßen zu meiner Linken das Team von den Rhein-Neckar-Löwen mit Trainer Nikola Jakobsen und dem Teammanager Oliver Rogisch und vom TV Lemgo Florian Kermann und Christian Sprittlik. Die Gäste haben das erste Wort und damit der Trainer, bitte. Ja, erstmal guten Abend. Aus meiner Sicht bin ich ja sehr zufrieden. Das ist nie einfach. Erstes Spiel, nach einer Vorbereitung musst du in diese Tempo hochkommen. Hat gesehen, dass Lemgo heiß war heute. Die haben unsere Fehler in den ersten 10 Minuten richtig gut bestraft. Wo wir besonders nicht so gut zurückgelaufen ist, wie ich mir das wünsche. Dann haben wir das dann in den Griff bekommen. Dann sind wir in 3-3 gegangen. Da haben wir ein paar Mal profitiert, dass wir ein paar Fehler provozieren könnten, sodass wir unsere Stärken, unsere erste Welle wieder im Spiel reinbringen. Und deswegen könnten wir dann auch mit einer Führung ins zweite Halbzeit, zur Halbzeit gehen. Zweite Halbzeit hat Lemgo wieder gut angefangen. Wir standen ein bisschen, unser 3-3 war nicht so gut wie in der ersten Halbzeit. Und dann mussten wir dann wieder zurückgehen in 6-0. Das hat uns dann zum Schluss geholfen, wo den Druck dann ein bisschen mehr auf die Würfe war, sodass Lemgo ein paar neben das Tor geworfen hat. Ich bin sehr zufrieden, dass wir 3 Punkte gekriegt haben. Ich muss auch Lemgo ein Kompliment geben heute. Die haben sehr gut gespielt, haben alles von uns abgelangt heute. Und das mag ja für Florian eine spannende Saison jetzt, dass die jetzt so zu Hause eigentlich uns über 60 Minuten unter Druck setzen könnte. Ja, ich wünsche Florian und Lemgo viel Glück in die Saison und ja, wir sehen uns ja irgendwann wieder. Ja, es gibt ja noch ein Rückspiel. Ja. Ne? Herr Kermann, bitteschön. Ja, schönen guten Abend. Ja, erstmal Glückwunsch, glaube ich, an die Rhein-Neckar-Löwen. Ich wusste aus umfangreichen Vorbereitungsvideostudium, was auf uns zukommt. Ich wusste, dass die Rhein-Neckar-Löwen sehr gut durch die Vorbereitung gekommen sind, haben sehr souverän den Pokal gespielt, hatten wenig mit Verletzungen zu kämpfen, außer mit Henrik Pekler, aber konnten sonst, glaube ich, auch immer gut spielen und gut trainieren. Und das hat man gemerkt. Ich glaube, wir waren gut vorbereitet. Wir waren auch auf die relativ neue 3-3-Deckung gut vorbereitet, die sie viel gespielt haben in der Vorbereitung, haben da aber, wie Nikola schon sagte, in der ersten Halbzeit am Anfang ein bisschen Probleme bekommen, haben uns da nicht so gut ohne Ball bewegt, aber ich glaube, dass diese Deckung auch andere Mannschaften vor Probleme stellen wird. Haben es dann in der Halbzeit noch mal ein bisschen besprochen, haben es dann wieder besser gelöst, haben ein paar gute Situationen gefunden. Eigentlich das ganze Spiel, und damit war ich sehr zufrieden, gut gedeckt. Im 6 gegen 6 haben wir sehr kompakt gestanden. Wir haben ein paar Dinge zulassen wollen. Haben vielleicht ein, zwei Mal uns zu sehr locken lassen und dann den anderen Spieler mit Baena haben alleine stehen lassen. Das war so ein bisschen die Problematik. Und immer wenn wir aber kompakt standen, standen wir gut, haben auch Ballgewinne erzielen können. Ja, zum Ende hin, glaube ich, hat dann vielleicht auch einerseits ein bisschen die Kraft gefehlt, die Durchschlagskraft. Muss sagen, da standen sie dann schon sehr kompakt und dann ist auch nicht jeder Ball drin. Das Einzige, was mich ein bisschen gewurmt hat, dass wir wirklich in der Überzahl sehr schlechte Entscheidungen getroffen haben. Da haben wir eigentlich zu viel Tempo gemacht, mussten dann schwere Entscheidungen treffen und das müssen wir noch abstellen. Und ich glaube, wenn man dann in der Überzahl ein, zweimal noch ein bisschen sicherer und auf die Chance warten spielt, dann kann das Spiel am Ende noch ganz knapp werden. So ist es aber, glaube ich, auch verdient. Und ich bin aber trotzdem frohen Mutes, wie die Mannschaft heute aufgetreten ist. Wir haben alles gegeben. Ich glaube, es war eine ganz tolle Stimmung hier in der Halle. Die Leute haben es angenommen, obwohl das Spiel entschieden war,
standen sie und haben Standing Ovations und die Mannschaft verabschiedet. Und das ist ein tolles Gefühl. Und damit trainieren wir jetzt wieder gut und gehen ins nächste Bundesligaspiel. Danke. Danke auch. Haben wir Fragen schon von den Herrschaften der Presse? Nicht. Dann machen wir weiter, Herr Rogisch. Die Vorbereitung ist vorbei, Saison ist losgegangen. Gib doch vielleicht mal einen kurzen Rückblick und einen kurzen Ausblick. Ja, der Rückblick ist relativ positiv. Flo hat schon erwähnt, ich meine, wir sind ohne große Verletzung durch die Vorbereitung gekommen, haben die Vorbereitung recht ordentlich gespielt. Haben ja auch einige neue Leute, gerade das Torhüter-Duo mit Abelgren und Stanic komplett gewechselt, wo wir, glaube ich, in der Vorbereitung sehr zufrieden waren, gerade hinten raus, wo beide gezeigt haben, was sie drauf haben, wo wir auch denken, dass wir dieses Jahr vielleicht sogar noch ein Tick stärker sein können, weil wir einfach mehr Möglichkeiten haben zu wechseln. Ansonsten war klar, dass es heute in Lemgo schwer wird. Gerade nach dem Pokal aus ist es immer, glaube ich, schwierig, gegen so eine Mannschaft zu spielen. Man weiß es selber, wenn man irgendwie ein Negativerlebnis hatte und was verbockt hat, dass man dann natürlich nochmal 110% gibt. Und genau so war es. Die Stimmung in Lemgo war wieder gut, wie die letzten Jahre auch. Ne? Von daher hat man die ersten Minuten wirklich oder die ersten 10 Minuten schwer zu kämpfen und waren auch bis zum 10-10 hatten wir unsere Probleme. Haben dann sicherlich auch durch den breiteren Kader uns durchsetzen können und sind froh, dass wir 2 Punkte mitnehmen. Erste Saisonspiel immer was Besonderes und jetzt haben wir 10 Tage frei. Durchschnaufen werden wir nicht können, wie ich Nico kenne, aber wir können den Kopf jetzt ein bisschen frei kriegen und uns dann vorbereiten auf die ganzen englischen Wochen, die jetzt kommen werden, weil jetzt gibt es nur noch Mittwoch, Samstag, alle 3 Tage. Endlich was zu tun. Ja. Christian, an dich dieselbe Frage. Kurzen Rückblick, kurzen Ausblick bitte. Ja, erstmal schönen guten Abend. Ja, kurzer Rückblick. Ich denke mal, wir haben eine ordentliche Vorbereitung gespielt mit Höhen und Tiefen. Mit Sicherheit war da eine der Tiefen das Pokalausscheiden in Aue. Nichtsdestotrotz, und deswegen muss ich heute auch nochmal Bravo, Bravo sagen. Einmal Bravo für die Leistung der Mannschaft, für die Leistung von Flo und natürlich auch Bravo für die Zuschauer. Das war heute eine sensationelle Stimmung, gerade am ersten Spieltag, kurz nach den Sommerferien. Eine sehr gut gefüllte Halle bei bestem Wetter und die Stimmung, Flo hat es gerade schon gesagt, war exzellent. Und ich glaube, auch das ist auch das, was wir in der Zukunft einfach brauchen werden. Die Unterstützung unserer Fans, auch die Unterstützung der Wirtschaft. Jeder weiß, es wird kein leichtes Jahr für uns. Aber man hat heute gesehen, wie Flo das Team hervorragend eingestellt hat, wie das Team da fightet und sehr, sehr gute Ansätze hatte. Wir waren da nicht umsonst über, Nikolai hat es auch gesagt, 60 Minuten auf Tuchfühlung, zum Schluss 1-2 Tore vielleicht zu hoch. Waren das sehr, sehr gute Ansätze, auf die wir aufbauen können. Und ich freue mich auf die neue Saison. Und wenn wir diese Leistung, wie wir sie heute abrufen, mit durch die Saison tragen können, dann mache ich mir gar keine Sorgen. Dankeschön. Dankeschön. Haben wir jetzt Fragen von der Presse? Das ging schnell. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Gute Heimfahrt. Dankeschön.